Guten Abend und herzlich willkommen zum Mountain Women's Talk, das Warm-up. Mein Name ist Carina Todd und ich darf heute doch unsere kleine, aber feine Sendung führen. Viele von euch wissen es vielleicht, wir haben einen Women's Talk geplant und zwar im Jänner im Gastein und haben wirklich vier absolute Top-Athletinnen am Start. Zum einen aus Deutschland Miriam Neureuther und Viktoria Rebensburg und zum anderen die Österreicherinnen Nadine Wallner und Walli Höll. Und damit wir diese Zeit bis dorthin überbrücken können, möchten wir euch heute ein bisschen darüber informieren, wie die Sachen laufen, die neuesten Updates. Wir werden euch einige Videos spielen und natürlich mit der Dame sprechen, die das Ganze initiiert hat. Wir sind heute live unterwegs und interaktiv. Das heißt, ihr könnt auf Facebook und auf YouTube eure Fragen eintippen. Und sollten wir Zeit haben, werden wir sie auf jeden Fall mit in die Sendung nehmen und natürlich auch beantworten. Ja, und jetzt ist es Zeit für die Mountain Woman schlechthin. Sie hat das Ganze aus der Taufe gehoben. Sie ist die Founderin von Shades of Winter, Freeriderin, sie ist Filmproduzentin und ja, sehr, sehr umtriebig unterwegs. Und ja, wer sie kennt, weiß, dass wenn sie etwas macht, macht sie das mit der Kraft von 1000 Sonnen. Herzlich willkommen, Sandra Lahnsteiner. Hallo Carina und hallo an alle, die uns heute zuhören. Hallo Sandra, wo bist du im Moment? Bist du in Kuchl oder bist du in Gastein schon? Ich bin natürlich im Gasteinertal, die weißen Berge vor der Haustür. Das ist so das Umfeld, was ich natürlich am meisten immer suche. Ja. Sandra, du bist eine der bekanntesten Freeskierinnen Österreichs. Du hast mittlerweile schon 8 Freeski-Filme produziert. Du warst unter anderem Trainerin von Anna Veit und. Eine ganz grundsätzliche Frage: Wie hast du Energie und vor allem auch die Leidenschaft für all diese Projekte? Ich glaube, so im Ganzen ist es wirklich recht einfach zurückzuführen. Meine Energie liegt tatsächlich in der Leidenschaft zum Sport, in der Leidenschaft zum Skifahren natürlich ganz im Besonderen und auch in so einem großen Trieb, mich ständig neuen Herausforderungen zu stellen und einfach ständig was Neues lernen zu wollen. Mhm. Natürlich mit der großen Liebe zum Skifahren, die verbunden mit den Produktionen und den Events, dass es immer wieder auch zurückkommt auf dieses eigentlich Urtümliche, nämlich das Skifahren. Ja, wir sollten ein paar Bilder von dir sehen. Die sehen wir vielleicht noch später. Durch deine berufliche Entwicklung hast du es dir ja auch ermöglicht, dass du sehr viel Zeit immer noch nach wie vor in den Bergen verbringst. Wie wichtig war dir auch dieser Schritt zur Selbstständigkeit und zu sagen, ja, ich will weiterhin meiner Leidenschaft quasi nachgehen und in den Bergen sein? Es ist natürlich, also wie schon eingangs gesagt, es ist alles basierend auf der Liebe zum Skifahren. Egal, ob das dann das Filmemachen war, ob es die Freeride-Camps sind, wo ich genau diese Liebe gemeinsam mit anderen Coaches an andere eben weitergeben kann oder eben diese Gemeinschaft jetzt auch beim Mountain Women's Talk, bei den Filmfest-Touren aus den letzten Jahren. Und natürlich ist es, ich glaube, es ist sogar, ich würde sogar so sagen, wenn es nur das Skifahren wäre und wenn ich 365 Tage im Jahr Skifahren könnte, dann wäre die Motivation und die Leidenschaft gar nicht so groß. Ich liebe halt die Herausforderung, genauso die eben auch bei Projekten ansteht. Ich liebe dieses Computerarbeiten oder genauso wie heute, diese ständige Spannung eigentlich, bis wir endlich in diesen Livestream kommen, die letzten Stunden. Ich habe keine frische Luft geschnappt heute, weil wir ständig in Updates waren und Rundowns und Meetings und genau das ist eigentlich so das, wofür ich eben genauso brenne. Und ich glaube, dass diese Leidenschaft für etwas, sich zu verbessern, sich zu entwickeln, die ist natürlich eben ganz klar im Sport gewachsen und im Sport gelernt. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Clip von dir, Sandra, für die Leute, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was du so in deiner Freizeit und auch im beruflichen Leben machst. I love to dream. Dreams generate this great feeling of excitement. If I were you, I would have gone too. You win and I was left behind. I know you found your peace and find. Sandra, du bist es ja gewohnt, dich sehr, sehr gut auf deine sportlichen Projekte vorzubereiten. Und gerade wenn man auf den größten Bergen der Welt unterwegs ist, ist das irrsinnig wichtig. Und eine dieser Big Mountain Lines schauen wir uns jetzt ganz kurz an.
Ja, ich glaube wirklich, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Sandra, was waren so Situationen im Sport, die dir weitergeholfen haben, die du mitgenommen hast in deinen Alltag und auch in dein berufliches Leben? Ich glaube, ich kann es gar nicht reduzieren jetzt auf eine bestimmte Situation. Es gab natürlich ganz spezielle Herausforderungen, speziell Big Mountain Lions in Alaska oder auch die Herausforderung einer Tourenplanung bei uns in den Alpen. Aber das Wesentlichste ist für mich, dass ich das Gefühl habe, dass ich extrem viel durch den Sport und vor allem natürlich durch das Skifahren und durch eben die Momente in den Bergen gelernt habe. Es ist auf der einen Seite das Geduldigsein. Also gerade bei Big Mountain Lions geht es halt einfach auch darum, sich mit den Bergen auseinanderzusetzen, im Einklang mit der Natur ja auch diese Lines zu planen, weil du kannst dir einfach rausgehen und sagen, ich fahre halt, weil ich habe halt heute Zeit. Also man muss sich schon auch da eben geduldig drauf vorbereiten. Dann natürlich, ich glaube, fast für mich das Wesentlichste, das Thema Selbstvertrauen. Ich habe schon gemerkt, dass ich in den letzten Jahren durch Skifahren auch ein bestimmtes Maß an Selbstvertrauen mitgenommen habe und das jetzt zwar nicht jetzt 1:1 für die Berge zu nutzen, sondern auch für Projekte. Wenn du eine große Line fährst oder irgendwie einen Cliff anschaust, dann gibt's in dem Moment, wo du dich entschieden hast, dass es passt, im Einklang mit den ganzen Voraussetzungen, Lawinenlagebericht und all die anderen alpinen Gefahren, die natürlich da draußen im Backcountry auch auf uns warten. Aber wenn die Entscheidung gefallen ist, etwas zu tun, also etwas zu fahren, dann musst du das im Endeffekt auch durchziehen. Und diese Eigenschaft, die passiert mir oder die nehme ich natürlich auch in meinem Leben mit all die Projekte mit. Und es war beim Filmemache so, dass ich eigentlich immer die Vision, ich habe meistens die Vision im Kopf, etwas zu tun und sehe den Workload und den es dazu braucht, nicht immer. Und ich glaube aber fast, dass es eigentlich ein Vorteil ist für mich persönlich, nicht immer den schwierigen Weg zu sehen, sondern das Ziel zu sehen. Und das sind eigentlich gepaart, eigentlich genau die Eigenschaften, die ich glaube, die im Sport zum Erfolg führen. Diese Beharrlichkeit, dieses Selbstbewusstsein, aber auch eben die Vision und das Ziel im Kopf zu haben und dafür zu kämpfen, dafür aufzustehen und lieber einmal mehr aufzustehen und etwas auch zu versuchen, als es eben nicht zu machen. Jetzt weiß ich von dir, dass du jemand bist, der sehr, sehr talentiert ist und zwar in ganz vielen Bereichen. Du bist wirklich ein Multitalent, aber was du auch hast, du hast in den letzten Jahren auch Projekte angenommen, die jetzt nicht vielleicht deiner Kernkompetenz entsprechen und du warst dir nie zu schade, auch zu sagen, das kann ich nicht alleine, ich brauche Ressourcen, ich brauche vielleicht Coachings, ich brauche Leute, die mir helfen und die mir das auch beibringen. Ich meine, das kommt, glaube ich, auch aus dem Sport. Also im Sport ist man gewohnt, auch jemanden zu haben, der einen coacht. Und ich war ja lang selber auch im Coaching tätig. Also ich habe, wie du eingangs gesagt hast, die Anna Veit jahrelang gecoacht. Ich war in der Tourismusschule in Gastein als Schneetrainerin, Konditionstrainerin, Mentaltrainerin. Da mache ich immer noch Workshops mit den Jungen. Und genau das zu lernen, dass es okay ist, Hilfe zu brauchen, dass es okay ist, Wegbegleiter zu suchen, dass es auch okay ist, mal hinzufallen, aber das Wichtigere ist, hinfallen ist okay, aufstehen ist aber umso wichtiger. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Eigenschaften dann auch dazu. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Mountain Women's Talk. Du weißt, als Leistungssportlerin, die Athleten werden sehr oft gefragt, ob sie Vorträge halten wollen für Manager unter anderem. Dir war aber immer besonders wichtig, dass jeder davon profitieren kann und dass es auch einen aktiven Austausch in einer Gruppe gibt, auch vielleicht mit anderen Athleten. Ja, ganz genau. Also für einen Mountain Women's Talk, die Basis ist einfach auch die Freundschaft und die Community am Berg. Auch die Freundschaften, die ich selbst in den letzten Jahren durch Skifahren, durchs Reisen
schließen durfte, wo sich echt wirklich jahrelang oder lebenslange Freundschaften mittlerweile entwickelt haben, auf die ich unglaublich stolz bin, beziehungsweise mich unglaublich darüber freue. Und jetzt beim Mountain Women's Talk ganz im Speziellen geht es mir halt einfach auch um den Austausch. Ich glaube, wir können alle einfach noch ein Stückchen besser werden, wenn wir uns austauschen können, wenn wir gemeinsam auf etwas schauen, wenn wir die Unterstützung, wie du gesagt hast, auch annehmen von anderen und wenn wir uns gegenseitig auch ein bisschen pushen. Und das haben wir, das habe ich gemerkt bei unseren Filmtrips, wo du halt einfach in einer kleinen Gruppe bist und sich gegenseitig jeder inspiriert. Das ist auch der Grund, warum ich die Shades of Winter Camps ins Leben gerufen habe, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn mehrere Mädels einfach da draußen sind und überlegen, ob sie ihr erstes kleines Cliff mal springen, dann motiviert das einfach. Und das ist jetzt genau das Gleiche beim Mountain Women's Talk. Für mich ist einfach entscheidend, dass es eine Bühne ist für die Sportlerinnen, aber nicht, um sich einen weiteren Weltmeistertitel oder eine Medaille abzuholen, sondern dass sie ihre Erfahrungen und ihre Geschichten in den Bergen mit uns teilen, mit uns, mit unserem Publikum. Und genau diese Geschichten mit all ihren Höhen und Tiefen, das sind Inspirationen und darauf will ich hinaus. Wie schon gesagt, es gibt so viele Anfragen für uns Sportler, dass wir Vorträge machen und wir alle machen das ja auch gern, aber ganz oft ist es halt so, dass diese Vorträge dann auch einer Management-Ebene vorbehalten werden und mir ist es einfach wichtig, dass die Erfahrungen von Sportlern aus den unterschiedlichsten Niveaus und Sportarten gebündelt werden und zugänglich gemacht werden, den jungen Sportlerinnen genauso wie Trainerinnen, genauso wie jemand, der vielleicht seinen ersten Marathonlauf laufen will oder eben jemanden, der gerade auch vor der Selbstständigkeit steht. Einfach diejenigen, die gerade so ein bisschen mehr den Push brauchen, die Inspiration brauchen und die einfach das Gefühl haben, in einer Community diesen Push dadurch zu bekommen. Das ist für mich der Mountain Women's Talk. Wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren und was mir immer aufgefallen ist, dass du im Laufe aller dieser Jahre auch mit den Filmprojekten immer sehr, sehr viele enge Freundschaften geschlossen hast, auch mit den anderen Athleten und das sind wirklich Freundschaften fürs ganze Leben. War das vielleicht auch so ein Grund, den Mountain Women's Talk quasi aus der Taufe zu heben? Absolut. Also ich bin eine, ich freue mich einfach über alle Bekanntschaften im Sportbereich und ich habe einfach das Gefühl, dass man dieses Like-Minded, dieses viel benutzte Wort passt für mich einfach gerade im Sport extrem und ich freue mich deswegen jetzt auch auf viele bekannte Gesichter, die man teilweise nur aus dem Fernsehen kennt oder wo man sich halt über Social Media connectet oder sich mal bei dem einen oder anderen Event trifft, jetzt gesprochen auf unser kommendes Event dann im Jänner. Und ich glaube, dass der Mountain Women's Talk tatsächlich eine Plattform sein kann, wo sich ganz viele Sportlerinnen treffen und connecten und Freundschaften schließen und genauso mit und genau diese Freundschaften dann nutzen können und eben gemeinsam inspirieren können. Ich bin ja Hobbysportler quasi, aber auch ein sehr aktiver Passivsportler, also Sportkonsument. Und die Frage, die mich immer so ein bisschen beschäftigt, wenn ich euch im Fernsehen sehe, wie gehen Athletinnen mit Rückschlägen um? Wie verarbeiten die Sachen? Wie gehen sie an neue Dinge heran? Wer kann jetzt aller, der zuschaut im Jänner vom Mountain Women's Talk speziell profitieren? Also ich würde jetzt fast sagen, alle. Weil ich das Gefühl habe, dass wir mit einem sehr breiten Gästeportfolio wirklich ganz, ganz viele Leute abholen können, motivieren können, inspirieren können und dass es wirklich für jeden etwas dabei ist. Das ist auch ganz klar das Ziel von dir und mir. Wir haben ja schon viel auch an den Inhalten gearbeitet, auch für den Talk im Jänner. Und uns geht es ja wirklich darum, auch ein Learning, einen Transfer zu schaffen, der greifbar ist für alle, die uns zuhören. Damit ich mir was rausholen kann für mein eigenes Sporttreiben, egal ob ich jetzt gerade eine 15-jährige angehende Skirennläuferin bin, die inspiriert sein wird von den Geschichten, die sie hört oder ob ich jetzt gerade verletzt bin und an der Schwebe stehe, ob ich meine Karriere fortsetzen kann. Aber ich glaube auch, Eltern und Trainer können mit den Einblicken, die unsere Profisportler in den kommenden Talks dann geben werden, einfach profitieren, weil es einfach Insights sind. Aber ich glaube sogar und ich wage sogar zu sagen, dass der Talk auch Nichtsportlern eine Stütze sein kann für Entscheidungen im Leben und einfach inspirieren kann.
Ja, definitiv. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie viele Dinge man aus dem Sport mitnimmt ins tägliche Leben. Und egal, ob das Rückschläge sind oder der Fokus oder andere Dinge, auf die wir dann später natürlich im Jänner ganz genau eingehen werden. Also es ist sicher für jeden was dabei. Und im Jänner lädst du uns, also die Athletinnen und mich, ins wunderschöne Gasteinertal ein. Warum dort und warum in den Bergen, Sandra? Naja, der Gedanke zum Mountain Women's Talk, das steckt ja eigentlich, Name ist Programm, Mountains, also Mountain Women und Talk. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle, wir Sportlerinnen in den Bergen einfach wir selbst sind. Es ist der Spielplatz, wo wir am liebsten sind. Es ist das, wo wir uns am wohlsten fühlen. Es ist der Platz, der Ort, wo wir uns den größten Herausforderungen stellen, aber auch der Platz, wo wir die größten Niederlagen erfahren mussten, sei es durch Verletzungen oder eben Misserfolgen bei wichtigen Wettkämpfen. Aber es ist auch der Platz, wo ich glaube, dass wir die ehrlichsten Geschichten bekommen, und deswegen finden die Mountain Women's Talks in den Bergen statt, und der erste eben im Gasteinertal, meinem absoluten Lieblingsplatz, meiner Wahlheimat, und ich freue mich schon, dass wir uns da dann alle sehen werden. Jetzt haben wir schon so viel drüber gesprochen, und in 4 Wochen ist es schon soweit, am 14. Jänner. Sandra, die Hard Facts. Was erwartet uns? Den 14. Jänner, wie viel Uhr, glaube ich, 19.30 Uhr treffen wir uns. Wir haben 4 Athletinnen dabei, das ist die Vicky Rebensburg, Miriam Neureuther ist dabei, Nadine Wallner und die Walli Höll ist auch dabei. Wir sind, glaube ich, wieder interaktiv, das heißt, die Menschen können Fragen stellen und. Ganz genau, und wir werden uns eben im Gastein treffen, und da schauen wir uns jetzt gleich mal ein paar Winterbilder an. Und ihr merkt schon, wir sind. Bei diesen Bildern freue ich mich natürlich noch mehr. Sandra, wir werden dann im Jänner gemeinsam die Gastgeber bzw. die Hosts sein und unseren Gästen dann auf den Zahn fühlen. Und gehen wir jetzt dabei um das große Thema Kopfsache. Was erwartet uns da? Ich glaube, es könnte wahrscheinlich kein besseres Thema für den ersten Mountain Women's Talk geben als die Kopfsache, zumindest aus meiner Sicht, weil die Kopfsache natürlich im Sport, in den Bergen immer extrem entscheidend ist. Aber wie gesagt, es geht ja um den Transfer, um die Life Lessons, um dieses Learning, dass man es auch in sein eigenes Alltagsberuf und Sportleben mitnehmen kann. Und der Kopf ist einfach extrem entscheidend im Sport, im Alltag, die richtige Einstellung. Und deswegen freue ich mich unglaublich auf diese Geschichten von den 4 Sportlerinnen, die wir in Gastein zu Gast haben werden. Genau, und jetzt kommen wir zu denen, zu unseren Gästen. Ich glaube, viel hochkarätiger hättest du den ersten Women's Talk live vor Ort nicht gestalten können. Und den Anfang macht eine Dame aus Deutschland. In Österreich ist sie natürlich sehr bekannt, und zwar ist das Viktoria Rebensburg. Servus zusammen, das ist Viktoria Rebensburg, und beim Mountain Women's Talk erfahrt ihr, warum es mir nach der Beendigung meiner Karriere sicher nicht langweilig wird. Und die Vicky, er ist mit ihrer Karriere natürlich prädestiniert für Einblicke in die Kopfsache. Sie ist Olympiasiegerin im Riesendorlauf 2011. Sie ist Vize-Weltmeisterin. Sie hat insgesamt 3-mal die Weltcup-Riesendorlauf-Gesamtwertung gewonnen und ist einfach eine erfolgreiche Sportlerin, die sich eben auch von Rückschlägen auch wieder zurückkämpfen musste, hat überraschend ihren Karriererücktritt bekannt gegeben. Und umso mehr freuen wir uns, dass sie Zeit hat für uns, nach Gastein zu kommen. Kopfsache bedeutet, im entscheidenden Moment zu wissen, was zählt. So, und weiter geht's mit Nadine Wallner, einer Österreicherin, und sie ist wirklich eine Ausnahmeathletin. Sie ist Kletterin und auch Freeriderin, hat, glaube ich, die Freeride World Tour 2-mal gewonnen. Sandra, ihr beide kennt euch wahrscheinlich auch aus den Bergen, oder? Ganz genau, die Nadine war ja auch bei Shades of Winter Filmen schon mit dabei. Wir hatten ein super spannendes Projekt, auch gemeinsam 2016 Matterhorn für den Film Between. Die Nadine ist, glaube ich, ebenfalls ein sehr spannender Gast für unseren Talk,
weil sie auf der einen Seite super erfolgreich in das Freeriden reingestartet ist, mit eben diesen zwei Weltmeistertiteln zurückgeworfen wurde von einer sehr schweren Verletzung und einfach mit der Kletterei nun eine Parallelsportart hat, zudem sie auch noch Bergführerin ist. Also ich bin wirklich gespannt, was sie uns zum Thema Kopfsache zu sagen hat und was wir sonst nur über die Nadine erfahren werden. Bei Mountain Women's Tag erfahren wir, ob ich lieber klettern oder Skifahren. Und ich freue mich schon drauf. Wenn es bei mir im Kopf nicht funktioniert, funktioniert es für mich auch so nicht. Genau, und die dritte im Bunde, wieder aus Deutschland, das ist Miriam Neureuther, eine äußerst erfolgreiche Biathletin und Langläuferin. Sie hat zu Hause zum Beispiel unter anderem eine olympische Silbermedaille hängen. Und vor kurzem hat sie dann den Leistungssport an den Nagel gehängt und ist jetzt zweifache Mama. Beim Mountains Women Talk spreche ich darüber, wie sich mein Leben von der Leistungssportlerin zur Zweifachmama verändert hat, wie die Umstellung tatsächlich war von eben der Leistungssportlerin auf Vollzeitmama, ohne eigentlich viel Pause dazwischen. War nicht immer einfach. Als Sportlerin hat man doch ein bisschen mehr Zeit für sich selber, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Ja, und gerade in der Sportart Biathlon, einer Ausdauersportart und dem Schießen, glaube ich, ist der Kopf extrem entscheidend und ich bin sehr gespannt, was die Miriam dazu zu sagen hat. Kopfsache ist, finde ich, ein wahnsinnig spannendes Thema. Gerade im Biathlon ist es sehr, sehr entscheidend, wie stark der Kopf ist. Du kannst so schnell laufen, wie du möchtest, kannst mit 2 Minuten Vorsprung an Schießstand kommen, aber wenn du dann einfach nicht triffst und im Kopf nicht stark genug bist, hast du keine Chance. Und das war bei mir leider relativ oft der Fall. Deswegen ist Kopfsache für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe da viel probiert, habe mit vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, um für mich einen guten Weg zu finden. Und kann es nur empfehlen an alle, die da auch ein paar Probleme haben. Holt euch Hilfe, es hilft wirklich. Wir hoffen natürlich, dass die Miriam auch wirklich Zeit mit uns hat in Gastein. Sie ist jetzt gerade ja zweifache Mama und wird auch noch jemand ganz Besonderen mit nach Gastein nehmen. Und mitnehmen zum Mountain Women's Tag werde ich meinen kleinen Sohn und eine Betreuungsperson, bei der noch gestillt wird. Und ganz viel gute Laune natürlich auch und hoffentlich schönes Wetter und ganz viel Sonnenschein. Und da würde ich mich wahnsinnig freuen. Wir freuen uns natürlich auch auf den kleinen Mann, der sie dann im Jänner begleiten wird. Und abschließend, die vierte im Bunde ist eine ganz, ganz junge Sportlerin und sehr, sehr erfolgreich, Walli Höll. Ich glaube, sie ist eines der größten Talente im österreichischen Sporthimmel. Kannst du das bestätigen, Sandra? Ja, also ich habe die Karriere von der Walli in den letzten Jahren mit großen Augen und mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die ist ja auch früher mal Ski gefahren. Das Downhill-Mountainbiken hat sie ja angetan. Die hat in der Juniorenklasse quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und ist heuer das erste Mal in der Elite gestartet, beziehungsweise war die Saison aufgrund der Pandemie natürlich eine etwas andere und das große Highlight war die WM daheim in Leogang, wo sie in der Eliteklasse eine Quali-Bestzeit hingeknallt hat und sich dann beim letzten Training bei einem Sprung, den sie wahrscheinlich gemeistert hat, wie kaum eine andere, verletzt zu haben. Und deswegen ist sie ein super spannender Gast auch für uns. Die junge, wilde, aufstrebende, erfolgreiche, die jetzt gerade einmal kurz gebremst worden ist. Beim Mountain Women's Talk erfahrt ihr, wie es mir in Leogang gegangen ist und wieso meine Leopardenhose mir zu meiner Top-Quali-Zeit geholfen hat. Es ist einfach Wahnsinn, was Kopfsache ausmacht. Man kann es so wieder mit erreichen und man kann sich selber aber so niedermachen und schlecht machen. Aber wenn man den Dreh raus hat und weiß, wie man quasi seine mentale Seite stärkt und was man tun muss, damit es einem super geht, kann man auch mega krasse Sachen schaffen. Egal, ob es jetzt ein Sprung ist oder eine Bestzeit oder einfach konstant stark zum Fahren. Das ist einfach mega beeindruckend, was man alles machen kann. Ja, und ich hoffe, dass wir mit diesem Line-up von der jungen Wilden, dem aufstrebenden Talent Walli, der zweifachen Mama Miriam mit all ihren Erfolgen im Rucksack, Viktoria Rebensburg und Nadine Wallner ein Line-up haben, das euch mit Sicherheit teilhaben lasst beim Mountain Women's Talk am 14. Jänner live aus Gastein um 19.30 Uhr. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf die Gäste und natürlich den gemeinsamen Austausch. Ich bin aber nicht die Einzige, denn die Vicky Rebensburg wollte uns noch was ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Beim Mountain Women's Talk bin ich dabei,
weil ich extrem sportbegeistert bin und mich alle anderen Sportarten sehr interessieren. Und natürlich auch mich der Austausch mit anderen Sportlerinnen interessiert. Und ich habe jetzt im Winter einfach mehr Zeit. Von dem her ist es super, dass das genau auf den 14. Januar jetzt fällt und ich live dabei sein kann. In dem Sinn wünsche ich alle schon mal schöne Weihnachten und vergesst den 14. Januar nicht. Live dabei sein. Bis bald. Ciao. Genau, also auch ihr zu Hause könnt live dabei sein. Also bitte nicht vergessen einschalten. Ja, und wenn Vicky Rebensburg uns schon frohe Weihnachten wünscht, dann ist das Ende nah. Sandra, was willst du uns noch mit auf den Weg geben? Ja, natürlich schließe ich mich der Vicky an und wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und vor allem, dass wir uns hoffentlich bald alle in den Bergen treffen dürfen und jeder seine Mountain Time bekommt, die er sich wünscht. Alles Gute und danke fürs Dabeisein von meiner Seite heute. Ja, das war's von uns. Ich hoffe, wir sehen uns alle am 14. Jänner live, digital und interaktiv beim Mountain Women's Talk direkt aus Gastein. Bitte nicht vergessen, anmelden und registrieren auf unserer Seite. Die wird jetzt gerade eingeblendet. Genau, mountainwomenstalk.com. Dort könnt ihr euch registrieren und könnt am Laufenden bleiben. Wir schicken natürlich Updates, News, Videos und alles, was ihr braucht, um bis zum 14. Jänner bereit zu sein. So, das war's von uns. Bitte sagt es auch euren Freunden, eurer Familie weiter. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und inzwischen frohe Weihnachten, schönes neues Jahr. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis bald. Bis bald.